Ich hätte gedacht, ja, aus persönlicher Erfahrung mit meinem Körper, mit diesem Körper, dass das C versus Couch eigentlich führen müsste, weil ich habe mir Auch mal, krass, ne? habe ich dir das jemals erzählt, ich hatte meinen kleinen Nee. Zeh mal angebrochen. Ganz Erzähl mal. schlimm. Da haben meine Eltern, du musst dir vorstellen, mein ganzes Leben lang konnte ich durch die Tür gehen, durch die Flurtür gehen und schnurstracks geradeaus in den nächsten, durch das ganze Wohnzimmer in den nächsten Flur gehen, rechts meine damals noch zwei Kinder sind. Ich hatte zwei, Einzelkind. Und dann war ich, das war so mit 18, 19, wo man dann eher so in einem komischen Zustand morgens um 4 nach Hause gekommen ist, ne? Wo du quasi, also im besten Fall einfach sternhagelvoll, einfach weißt, ich muss irgendwie nur geradeaus durchs Wohnzimmer kommen und dann komme ich irgendwie in mein Zimmer, kann mich ins Bett werfen. So. Dann haben meine Eltern sich gedacht, ich kaufe mal so ein Big Sofa. Und dieses Big Sofa wurde aufgebaut, als ich nicht da war an dem Tag. Das heißt, auf einmal Das stand war in genau deinem Scan gar nicht in vorhanden. dieser Einflugschneise, in der man so nachts einfach nur so Ja. nach Hause gegangen ist, stand auf einmal ein Big Sofa. Und dann bin ich nachts um 4 wirklich vollends mit vollem Karacho mit meinem kleinen Boah, Zeh gegen diese Couch gehämmert. Und ich hatte wirklich so einen kleinen Zeh danach, war noch im Krankenhaus. Also ich habe so die ganze Bude zusammengebrüllt. Ich habe mich so aufgeregt über diese scheiß Couch, die. aber war der gebrochen? Nee, angebrochen und war so Okay. Kapsel und es war echt scheiße. Das war echt Wie scheiße. der Du kannst geil auch auch keinen Schuh tragen. tatsächlich, Das war echt übel. Aber das das ist Geile so, war. ey, das ist so. Dir stand einfach eine Couch. Mann, ey. Mama, ich komme ja heute besoffen nach Was Hause. Wie soll kannst du das? denn da so eine Ja, Couch genau. aufbauen? Das Geile So. ist halt auch wieder mal hier mein Freund Julio. Der hat tatsächlich, da waren mit den Boys auch mal wo, geile Geschichte. Da hat sich auch. Ey, also wirklich, in so einem Haus, wo sicherheitsmäßig so ein bisschen Ami-mäßig so, da konntest du so ein Gitter, so ein, weißt du, so von links nach rechts, so ein Faltgitter so vor die Tür irgendwie machen. Und da war unten halt so eine Metallschiene und auch wirklich völlig an anderen Aggregatzustand. Julius ist dann nachts ins Bett irgendwie voll Gas eingeblieben. Und so, au, wie so, man halt die Fresse und so hingelegt, geknackt. Am nächsten Tag hat der Kollege guckt halt so 75 Grad nach rechts irgendwie so. Und es war so, oh, ja, der ist schon ein bisschen gebrochen. Und dann denkst du ja dann irgendwie mit so einem leichten Glimmer noch, komm, Alter, wir machen das wie in so einem Wir Actionfilm. renken Ich den jetzt wieder ein. renke ihn wieder ein. Und der so, nee, und wir so, komm und so. Und das Geile war dann so, Mann, bist du bescheuert und so. Und wir so, ey, wir renken wieder ein und nee, so bumm, auch Du wieder musst es irgendwie, klar, ein ziehen. paar, pass auf, genau, ein paar Tage später beim Arzt, was hat er gemacht? Hingelegt, eingerenkt. So, Ja, weißt du? klar. Also, Oh. ja, C ist auch hart, aber also für alle, die es, ihr wisst C ist schon, die es hart. jetzt nicht mitbekommen haben, wir haben eine schöne Immer Umfrage schön abstimmen. gestartet. Genau, immer schon abstimmen. Wir haben eine schöne haben viele auch diesmal mitgemacht. Vielen Dank, eine schöne Umfrage gemacht. Was tut am meisten weh? Haben wir euch ein paar Auswahlmöglichkeiten gegeben. Und geil, ich habe dann schon im Vorgespräch zu Kurt gesagt, warum hast du denn, wir haben ja gemacht in die Weichteile. Also jetzt nicht nur, dass es nur Jungs haben, nicht nur Jungs haben Weichteile, auch Mädels haben Weichteile. Und das Geile war, Ich habe Corti, es das hat versucht, ich uns. habe verschiedene Definitionen versucht, um das zu umschreiben, und nicht Ja. alles hat Spotify zugelassen. Da, die wollten das. Ja, also ist ja auch gut, dass da so ein Ich glaube, Filter ist. Und aus man konnte aber Zensierungsgründen. in die Weichteile kommen. Deswegen hast du geschrieben Schlag unten rum oder so. Also mal Ja, für ich alle, die es nicht weiß. wissen, die noch abstimmen wollen, Schlag unten rum heißt in die Auf Weichteile, den Sack. auf den Sack oder. So. Oder aufs Fläumchen. Habe ich auch schon üble Geschichten gehört von Mädels, die dann irgendwie so vom Fahrrad abgerutscht sind und auf die Querstange gefallen sind. Und Digi, da gibt es auch kranke Hast du Sachen. mal Also wirklich. so einen richtig schönen beim Fußball so einen richtig schönen Ball in die Eier gekriegt? Naja, weißt du, was Oh, krass ist, Corti? Ich hatte ja meinen Eiermoment. Jetzt ihr Paul Wolfs Eiermoment. Ich hatte meinen Eiermoment in meinem Leben. Ich war ja früher mal so, ich dachte, ich bin ein geiler Skater. Und ich habe auch tatsächlich mal so 4, 5 Jahre ordentlich geskatet, aber auch Kickflip, Ollie und so ein Scheiß, bisschen grinden und so, habe ich alles ein bisschen hinbekommen und so. Mit meiner Größe muss ich ehrlich sagen, immer ein bisschen ist schwierig. schwierig, ist Auch so schwierig. Snowboard, von allem, warum fährst du nicht Snowboard? Ich muss irgendwie, also Körperschwerpunkt ich ist zu meine, hoch, ist tatsächlich eine also Physiksache. okay, da gibt es wahrscheinlich auch große Leute, die sagen, die Nein, machen nein, mich da gibt es fertig, nicht. aber ist schon ein bisschen, ist schon krass. Und naja, dann dachte ich mir halt mal irgendwann so, alle meine Homies dann waren dann irgendwann ein bisschen weiter, haben so Treppen gesprungen und so. Und dann wollte ich halt so 3, 4 Treppen mit so einem Olli runterspringen. Und dann habe ich wirklich voll gepusht, klack, klack, angefahren und dann wirklich gesprungen. Und in der Luft hat sich das Board halt so aufrecht hingestellt und dann so auf dem Boden, dann klack, klack, genau in die Mitte. Diggi, das war ein Schmerz. Ich dachte wirklich, Ist die Jungs vorbei. sind jetzt, ich dachte, das ist jetzt hier einmal in Die der Mitte Jungs Crack, können Alter. nie wieder. Du Vorbei. schießt ab jetzt Platzpatronen. Ich hab gehofft, dass ich, genau, ich habe gehofft, dass ich wenigstens noch einen habe. Ein Glück ist alles super. Ist Also, das liebe nicht Leute voll draußen, ist gefährlich, wenn alles du dir, gut. ist das nicht voll gefährlich, wenn du dir so eine Hodenverdrehung holst? Das ist doch richtig gefährlich, ne? Ja, bestimmt. Weißt du, was für ein krasses Ist Korti, richtig was ich auch gefährlich. nicht wusste? Der Hoden bei Mann, da hängt der eine Hoden hängt immer ein bisschen tiefer als der andere. Ist so. Stell dich mal vor den Spiegel. Jetzt? Nein. Aber weißt du, der eine Hoden hängt immer ein bisschen. Und ganz ehrlich, also ich meine, ich will es auch wieder, das ist wieder so ein gefährliches Halbwissen, muss man nochmal verifizieren, aber ich meine, gehört zu haben oder mal gelesen zu haben, es liegt da drin, wirklich aus dem Grund, dass wenn du da was reingepfeffert bekommst, dass halt der eine Kollege,
die Energie, den Schlag abfängt und der andere noch weiter durchhält. Musst du mal überlegen. Du weißt ja auch, woran man erkennt, dass man alt ist, ne? Naja, wenn du halt einen Schlepphoden hast. Wenn die Glocken länger sind als das Seil. Wenn die Glocken länger sind als das Seil. Und das Geile ist, ich stelle mir diesen Moment vor, wenn du dann halt so als kleiner Pepo, Alter, da irgendwie rausschlüpfst und dann irgendwann dann machen die Eier schön, schön im Hoden so, ja, das ist klar, oder auf einmal so. Einer rutscht ab und dann der andere so, och nö! Du bist ja immer der eine, der immer alles abbekommt. Und der obere so, super, kunterbunt. Nee, aber ja, anyway, wir wollen jetzt auch nicht hochhohen reden, aber guckt noch mal rein, wir haben euch ein paar Sachen gemacht. Ich muss sagen, gegen das Schienbein, Kotti, also wirklich Schienbein, also C, ja, und auch Schienbein, so die Birne stoßen. Ja, du weißt ja, ich habe ja so eine Maisonettbude, du warst ja auch mal bei mir, Kotti, und da gibt es ja auch so eine alte, schöne, geschweißte Treppe. Was meinst du, wie ich mir da oben schon die Birne zermartert habe? Okay, und man denkt aber, der Kopf hält dann doch irgendwie bei so einer komischen Nummer auch echt viel aus. Was ich auch räudig finde, was aber nicht so krank nachhaltig schmerzt, ist so schön in der Tür einklemmen, mal die Fingerkuppe verlieren oder sowas. Kommt drauf an, ob da so ein Bluterguss unterm Nagel hast und der dann abfällt und so. Was ich ja eigentlich reinschreiben wollte, ist halt so diese Haut am Fingernagel an der Seite. Oh. Weißt du, wenn man die aus Versehen so abreißt und die so. Das da war aber Leute, die so kniebeln. Ich hatte kein Fachterminus dafür. Nagelbettentzündung. Ja, das ist was anderes. Ach so. Aber ach, einfach. Ich meine, diese kleine Haut hier, wenn man das zieht, dann zieht man aus Versehen so einen halben Zentimeter so. Das ist doch auch übel. Mir hat im Hort früher so ein Penner mal eine Tackernagel durch den Fingernagel, durch den Zeigefinger durchgeknallt. So witzig und einmal so pack oben drauf. Hat gar nicht so doll weh getan. Also wie gesagt, aber Finger, aber Schienbein finde ich wirklich, boah, und vor allem, es gibt so Sachen, tatsächlich, wenn die im Film passieren, wenn jemand so voll auf die, so Nase, stimmt, wenn wir auch machen, so wenn jemand auf die Nase macht, oder jemand so Vollgas gegen Schienbein, ey, da, oh, zieht sich's bei mir direkt zusammen. Mhm. Du warst kurz weg, Paul. Wirklich? Ich muss schneiden, aber ist okay. Du musst schneiden. Da zieht sich bei mir auch alles zusammen. Boah, also wirklich, Hilfe.